Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Hyrule Warriors Legends. Der Abenteuermodus wartet noch auf uns, nachdem wir jetzt die beiden Zusatzlegendenstränge absolviert haben. Und ich offscreen, schon vor einiger Zeit natürlich, die Abenteuerkarte, die normale Abenteuerkarte, abgeschlossen habe, um das große, weite Meer freizuspielen für euch. Und ich sag's gerne nochmal, ist ja schon wieder eine Weile her und so, aber diejenigen von euch, die gerne wissen würden, wie die eigentliche Abenteuerkarte aussieht, da wir das alles schon gemacht haben, empfehle ich euch halt, mein Hyrule Warriors Wii U Let's Play zu schauen. Das wird aber sehr lange dauern, nur so als kleine Vorwarnung. So, ich hoffe, das hier, mal gucken, wie lange das dauern wird. Ihr habt schon einiges mir dazu erzählt, zumal, dass die Karte nicht ganz so groß ist wie die normale Abenteuerkarte, ja. Aber auch, dass ich wohl wirklich jeden Charakter brauche. Und ich habe jetzt noch nicht alle freigespielt in der normalen Abenteuerkarte. Und ja, werde ich aber nach und nach offscreen machen. Achso, was habe ich offscreen bisher gemacht? Ich habe an sich nur drei der vier Wind Waker-Missionen habe ich auch schwierig durchgespielt, um die drei Skulpturas zu bekommen. Eine fehlt ja noch und an sich, ja, dadurch wurde ein bisschen mehr gelevelt und ein bisschen mehr geskillt und sowas alles, ne? Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr euch wundert, dass auf einmal die Charaktere vielleicht ein bisschen stärker sind. So, das große, weite Meer. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wow! Hey, guck mal! Auf dem großen, weiten Meer gibt es Gegenwind. Ach du Scheiße, der dein Fortkommen behindert. Außerdem gelten für bestimmte Kämpfe Sonderrechte, die Sonderregeln. Mit der Itemkarte Taktstock des Windes kannst du auf dem Erkundungsbildschirm den Gegenwind beseitigen und deine Reise fortsetzen. Oh, okay. Ist ja krass. So, jetzt muss ich mir erstmal angucken. Okay, man sieht die Karte halt echt immer nur in so einem kleinen Ausschnitt und nicht komplett, aber... Oh Gott, oh Gott. Sie scheint... Wieso ist das hier... Wieso ist hier eine... Achso, das ist der Anfang hier. Das ist der Start. Man kennt gar nichts, aber schön immer noch im 8-Bit-Style. Oh, es gibt ja auch... Es gibt Kraken. Alter, bestimmte Gefahren auf der Karte des großen, weiten Meeres verleihen dir zugehörigen Schlachten Sonderregeln. Du kannst die Itemkarte Kanone, Bumerang oder Heroenbogen einsetzen, um diese Gefahren zu beseitigen. Überempfindlich. Auf der Karte mit einem Octolus zieht dir schon ein Treffer fast deine gesamte Energie ab. Okay, kennen wir auch noch auf der Wii U-Version. Weiche Angriffen aus und achte genau auf die Gegner. Doppelter Schaden. Auf Karten mit Kriegsschiffen erleiden deine Kämpfer doppelt so viel Schaden. Auf Karten mit Wirbelstürmen stehen Bombenbogen, Fanghaken, Bumerang und Hammer nicht zur Verfügung. Okay. Oh, na super. Guck mal, was man hier alles freispielen kann. Diese Symbole. Ich kann es ja mal erklären für die Leute, die nicht mein Wii U Let's Play gesehen haben. Diese goldenen Schwerter sind halt Waffen-Upgrades. Ihr seht schon Stufe 2 für Volga. Muss ich aber suchen, ehe das freigeschalten wird. Das hier sind Kostüme für bestimmte Charaktere, wo man auch noch nicht weiß für wen. Und hier überall gibt es noch Herzcontainer und sowas alles. Wartet mal. So, warte mal. Hier zeige ich jetzt Herzen. Hier gibt es überall Herzcontainer. Aber nur Herzcontainer. Krass, nicht Herzteil oder sowas. Und da seht ihr auch noch eine Mütze. Das ist für Feen. Okay, jetzt Herzteile. Ach du meine Güte. Oh Gott, das wird eine Weile dauern, das hier alles zu zocken. Ich leg mal los, würde ich mal sagen. So, hier, um in die Richtung weiterzukommen, seht ihr, müssen wir mindestens Rang C schaffen, um in zwei Richtungen vorstoßen zu können. Ich bin mal gespannt. So, und Skultis gibt's auch. Ups, warte mal. Skulturas gibt's auch. Okay, aber auch nicht immer. Oh, wenn denn vielleicht zwei? Nun gut. So, was ist das hier? Besiege schnell alle Riesenmonster. Okay, Stufe 1 ist noch eine einfache Map. Boah, die Pixel-Sprites sehen so geil aus. Okay, so sieht also der Maskenkönig als Sprite aus. Nett. So, ich habe, es ist keine Waffe empfohlen und es ist auch nicht auf einen Charakter begrenzt. Das kann nämlich alles passieren. So, und ich kriege hierfür, wenn wir Rang A schaffen, schalten wir als Belohnung frei für Tetra einen Herzcontainer. Und schaut mal hier, nachdem ich die Legende geschafft habe, sieht man jetzt, wie viele Charaktere noch frei zu spielen wären unten rechts. So, ich würde sagen, ich nehme... Ich glaube, ich nehme gleich mal Tetra. Aber ich kann drei Charaktere wählen, richtig gut. Das sollte alles noch vereinfachen, habe ich nämlich auch schon oft von euch gehört. So, dann nehme ich trotzdem noch Link rein für den Notfall, weil er ist meine stärkste Einheit. Und warum nicht, ja, Toon Link, ey, und Horror Kid noch richtig schwach, ey. Warum nicht noch den König mitnehmen? So, und er hat das 7-Meilen-Segel, jawoll. Okay, und ja, ich habe nur noch eine Fee, So, das sind halt immer so kleine Mini-Missionen im Abenteuermodus. Manche gehen schneller, manche dauern auch richtig lange. Ich weiß nicht, wie viele Missionen wir pro Part schaffen werden. Und ob wir überhaupt alle schaffen werden, wäre natürlich schön für das Let's Play. Bloß das Let's Play wird dann auch noch eine Weile dauern. So, okay, die Map ist ganz klein. Ach, ist das schön. So, genau, hinter Tetra ist gleich so ein Vieh. Wow, okay, dafür brauche ich den Hammer.
So, da die Stufe 1 sind, hoffe ich mal, dass das Level ausreicht von Tetra. Oh Gott, jetzt introducen sich immer wieder die Endbosse. Das überspringe ich aber, oder? Kennen wir ja schon. Kennen wir ja alles schon. Hopp, anvisieren. Na komm. Na komm, roter Leuenkönig, wollte ich gerade sagen. So, ich werde bestimmt, ich hoffe, ich verpasse jetzt nicht irgendwie was zu erzählen oder euch bleiben noch Fragen offen, weil wie gesagt, ich kenne so eine Abenteuerkarten schon. Versuche aber trotzdem nochmal alles soweit zu erklären. Soll ich irgendwas vergessen oder soll ich irgendwas noch im Unklaren sein, von wegen, hör mal selber, warum machst du das jetzt so oder was soll das? Ja, entweder hilft euch meine nette Community dabei oder ich sag's in einem späteren Part. So, seht ihr schon, es geht richtig leicht. Weil es ist eine Stufe 1 Mission und wir sind halt stark genug, glaube ich. Und boom! So. Noch einmal so ein Ding und der erste Gegner ist down. Was so? Wie sieht aus? Hey! So, die anderen Gegner kann man eigentlich ruhig ignorieren hier. Es geht halt darum, die Monster platt zu machen. Man muss aber aufpassen. Denn um eine Rang A-Mission zu schaffen, muss man natürlich schnell sein. Und ich glaube, hier zählt dann an sich nur noch, dass man nicht so viel Schaden kriegt. Also immer schon aufpassen. Ein halbes Herz ist noch durchaus vertretbar. Es kommt noch einmal. Oh Gott. Los, stech mal zu. Ja, schnapp nach mir. Und... gut. So, den Ehendicken voll betäubt. So, was. Yes. Und sagt, tschüss, Maskenking. So. Okay. So, kann ich jetzt vielleicht mal... Ich könnte es ja mal mit dem König mal probieren. Oh Gott, hoffentlich sehe das nicht, wenn die auch Schaden kriegen. So, dass der König Goma platt macht. Dann sehen wir mal die Siegesanimation vom König, ne? Wow, aber es ist egal. Tetra ist dabei. Das habe ich schon im normalen Abenteuermodus gemerkt, als ich den durchgewascht habe. Oh Gott, Goma. Ne, müssen wir uns noch nie angucken. Oh. Ha. So. Ja, also, ja. Hauptsache, man hat die Figur dabei und man muss sie nicht unbedingt spielen, dann kriegt man trotzdem Rang A und die kriegt ihren Preis dafür. Wow, wow, wow. Okay. Mann, ey, Goma ist, wird immer irgendwie... Oh, das kommt mir nur so vor. Irgendwie wird Goma immer voll schnell wieder wach. Wow. Und... Fatscha! Voll in die Fresse. So, da hinten stehen noch ein paar Transportsoldaten, ist aber alles nicht so wichtig. Tatsächlich. Yeah, 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 yeah. Und dann tschüss! Boah. So, ich glaube, ich bin schnell genug für Rang A. Mit dem Schaden dürfte ich hinbekommen, dass ich kaum Schaden kriege. Zack! Was? Yeah. Der Kingmann! Rastet aus! Gott, ey, wo bin ich denn jetzt hier? So, aber lieber aus Sicherheitsgründen erstmal abhauen. So, Goma, komm her. Wow. Schön aufpassen. Ups. Naja, so doch nicht hier. Dim, dim, bam. Ja. So, okay. Erste Mission haben wir gleich geschafft, Leute. Geht doch supi dupi. Yeah. Oh, das war geil. So, so. Was? Nicht geschafft? Oh, Mann, das gibt's doch nicht. Nicht geschafft, wie fies, Mann. Wow. Mal von unten nach oben, ja, Goma. So sind wir also. Was? Oh, gut. Das war's. Sehr schön. Jetzt kommt zwar die Siegesanimation vom... Ne, jetzt müssten wir gleich, bevor die Siegesanimation kommt, müsste jetzt schon zu sehen sein, ob ob Tetra die Truhe kriegt. Also ob wir Rang A geschafft haben. Ja, wir haben Rang A geschafft. Denn sonst würde diese Truhe nicht erscheinen. Für Tetra. Und wieder voll reinklettern hier. Yeah, Herzcontainer. Jo, deswegen mal spannend, wie der König sich jetzt freut, dass er gewonnen hat. Oh, erstmal. Mann, oh Mann, oh Mann. Sieg Rang A auf ganzer Linie. Ja, das Siegel sieht geil aus, der 7-Meilen-Siegel, richtig schick. So, jetzt komm, König. Was war das denn? Aber auch geil. Jetzt guckst du. So. Sehr gut. Alles Rang A geschafft. Wunderbar. Jetzt öffnen sich alle drei Richtungen für uns. Neue Waffe, neue Waffe. Ui, ein Monsterhorn. Na, hab ich ja, als ob ich davon nicht schon genug hätte.
Alter, ey, sind da richtig die Inseln, wa? Hier, guck mal, das ist doch die Tapseninsel, jedenfalls von der Form her. Und das hier ist diese Halbmondinsel oder sowas, oder die Sichelinsel? Oh mein Gott. So, ich muss mal kurz gucken. Hier ist jetzt was für Sheik. Ich hoffe, ich kann Sheik auch einfach mitnehmen. Hoffe ich mal. Es ist nicht begrenzt. Raserei. Oh, was war nochmal Raserei für eine Mission? Oh, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Deswegen werde ich, glaube ich, mal einfach sie probieren. So, kann ich wieder drei Charaktere mitnehmen? Ja, gut, dann würde ich sagen, ich nehme Link mit und Sheik. Voll gemein. So, also, ja, weil Sheik ist halt so lame und so schwach. So, Sheik kommt mit, hat auch schon eine richtig geile Waffe. Und Link, der Lappen. So, ja, ich hoffe, wird bestimmt wieder einigen nicht gefallen, dass ich das jetzt so mache, öfter mit Link und so. Aber ich bin der Meinung, die ganzen neuen Charaktere konnte ich schon gut zeigen in der eigentlichen Story. Und ich will jetzt halt bloß noch die Abenteuer-Map mal, die ganzen Missionen an sich, die Varianz zeigen. Bum, bum, dum, bum, dum. Das war halt damals schon so, dass, oh, nimm doch nicht immer Link und so. Na, warum denn nicht? Er ist doch stark. So, okay, jetzt aber eine kleine Mission, wie es aussieht. Okay, was war denn Raserei nochmal? Kann ich mir das irgendwo angucken? Status? Ziel, erfülle die Mission. Ach so, naja, okay. So, ich habe jetzt einfach Sheik mal als erstes genommen. Besiege vor Ablauf der Zeit so viel. Ach so! Ach ja, Gegner platt machen, stimmt ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, stimmt ja. Einfach nur Gegner platt machen. Und umso mehr man platt macht, umso mehr Gegner kommen auch und so weiter. Oh. Okay, ich hoffe, ich schaffe das. Alter, ist Link stark, Mann. Okay, ist aber auch eine Lappenmission, ne? Stufe 1. Und jung. Gut. So. Ich könnte mir nicht erzählen, dass ihr das nicht so machen würdet. Also, dass wir Hauptsache alles schnell freispielen. Wie gesagt, wenn man die Abenteuer-Map schon einmal gemacht hat, dann ist man so happy darüber. Und eigentlich keine Lust mehr. So, ich weiß gar nicht, wie viele Feinde ich schaffen muss, bevor die Zeit abläuft. Ich glaube, es ist schon so an die 1000. So, die machen ja eine Sterne, ist voll geil. So, ich hoffe, Sheik kriegt die Debacken und macht nicht so viel Damage. Oder kriegt nicht so viel Damage. Oh Gott, da ist ja wieder einer. Alter, wie gemein das einfach nur ist. Aber wie viel waren das nochmal? Das ist alles schon sehr lange her. Aber die Mission, wie gesagt, gab es auch auf der Wii U und so. Ich glaube, 1000? Waren das 1000, die man mindestens besiegen musste? Könnte sein. Ja, ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr. So, ich gehe mal vielleicht zu Sheik, dass die da nicht... Alter, nicht, dass die hier so viel Damage kriegt. Wie gemein das einfach so... Tschung, vor allem Dreierschlitz. Kann ich ja nochmal kurz erzählen. Wie gesagt, bei der Wii U-Version haben das ja damals, vor allem die Abenteuer-Map, haben wir dann Nils und ich zusammengespielt, weil das gar nicht anders mehr ging. Weil es einfach zu hart war. Das konnte man gar nicht alleine schaffen. Da hätte man so viel grinden müssen und so viel extra leveln müssen. Sprich, oh, wann jetzt? Ach ja. Raserei, stimmt. Da kommen auch gerne mal Monster. Was ist es da? Auf die sollte man sich bei so einer Mission auch nicht konzentrieren. Da die halt nicht viel... Ja, da die halt trotzdem nur ein Monster bringen, ne? Oder nur einen Kill bringen. So. So, ja, und solange das so klappt, werde ich das immer versuchen mit dem Stärksten zu machen. Wow, wow, nicht Damage kriegen, sonst verliere ich meinen Dreierstrahl. So, okay, warte mal, ich glaube, es kann sein, dass der König hier mir auf den Sack geht, wenn ich das mache. Wow. Wo wäre denn hin? Trottel, wow. Wow, wow, wow. Okay, er rollt erstmal rum. Boah, wie ich ihm Damage mache, ey. Obwohl ich... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hapsala. Ja, wo kommt die ganzen Dicken her? Hier sind überall Dicke. So, oh, so, ich habe auch meine Mana voll. So, ui. Aber wie viel Damage ich ihm mache, obwohl er ja nicht... Ich glaube, da kommen, wenn man dem Sieg kommt, glaube ich, auch nochmal mehr Gegner. Deswegen soll ich das vielleicht doch tun. So. Oh, oh. Ja, brüll ja ruhig rum. Ich segel mal nochmal ein bisschen hier durch. Oh, ich hab Damage gekriegt, verdammt. Muss ich mich gleich mal wieder aufladen. Wow. Wieder ein Viertel Herz Schaden. Wo ist Sheik eigentlich? Wow. So, okay, ich sehe schon, der will hier nicht irgendwie... Könntest du mal wieder was machen und angreifen? Oder, Alter, nicht so einen Scheiß hier machen, sondern... Okay, jetzt vielleicht. Aua.
Hübsen-Gomsen. So. Und sagt Tschüss. So, dadurch müssen jetzt neue Gegner gespawnt sein, ja. Nach dem Riesen, nach dem Sieg sind mehrere Monster erschienen. Boah, ich hoffe, ich schaffe die hier Rang A. Und ich muss sie denn besiegen. Na, Geist. Gut gemacht, Link. Ich weiß. So, wartet mal. Ich mach mal hier so ein Special. Weil das war, also dafür waren die Raserei-Missionen auch alle richtig gut. Dass man halt, weil die pro Gegner, wie viel man besiegt. Oh Gott, die Leiste geht aber viel zu schnell runter. Und wenn man besiegt, umso mehr kann man dafür sorgen, dass die Leiste sich wieder füllt. Oder ich könnte auch mehr Flaschen einsammeln können dabei, dass die Leiste sich auch wieder weiter füllt. Aber naja, jetzt nicht geschafft. So, überall liegen Materialien rum, aber keine Sorge, die sammeln sich von alleine ein. So, warte mal, ich glaube, ich sollte hier nicht rumlatschen. Hier sind, glaube ich, einfach zu wenige. Nebenbei immer noch ein paar mitnehmen. So, wir haben jetzt bald 600. Truppensoldaten. Mann, was soll ich denn mit denen hier? So, 600 Kills. Kann sein, dass ich 800 brauche. Ich weiß es halt, wie gesagt, nicht mehr. Yeah, Link, tu es. Einfach mal auf gut Glück hier ein bisschen rumwirbeln. Ah, legt euch nicht mit Link an. Genau meine Rede. So, ich krieg hier keine Herzen. Aua, wo kommt der doch immer her? Wow, Typis. Der, yeah. Müssen down sein mit einem Special. Yeah. Nur 7 Kills. Oh, er lebt noch. Du lebst ja noch. Hat eine Großoffensive. Was soll das denn heißen? So, die Transportsoldaten tauchen auch mal wieder neu auf. Hopsala. Und tschung. Also der Schaden müsste eigentlich gehen, den ich hier erlitten habe. Daran dürfte jetzt nicht scheitern. So. Oh Gott, ey. So, ich versuche mal die 800 noch voll zu kriegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hey. So, dafür muss noch ganz wenig. Okay, noch zwei. So, 800 habe ich. Hoffentlich müsste es nicht echt irgendwie 1000 oder sowas sein. Also, es gibt später Missionen, die sind aber deutlich größer. Da muss man, glaube ich, 1200 noch besiegen. Da muss man sich die Zeit nehmen. So. Einfach mal so rumwirbeln, das macht so unglaublich viel Damage. Vielleicht kriege ich schon die 900 noch hin. Alter, also die extra Fulls, ihr könnt ja schmachen. Staunen. 900 Kills. Aber ob ich die 1000 noch zusammenkriege in 20 Sekunden? Naja. Wenn die immer hier um mich rumspawnen, ich irgendwie ganz viele kille, obwohl ich naja nicht wirklich welche treffe. So. Wow, was war das denn? So, extra voll. Sag tschüss. Oh Gott. Alter, wo kommt ihr immer her? Wow, wow, wow. Alter, wow, wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdammt. So. Ob ich das geschafft habe? Ich sag nicht, das müssen jetzt echt 1000 sein. Das wäre so mies, ey. Mal gucken, ob die Truhe erscheint, ne? Wenn die Truhe erscheint, haben wir für Sheik den Rang A geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Verdammt. Wie viel ich machen müssen. Mal gucken, sieht man ja gleich. Wird gleich nochmal aufgelistet. Von wie so gling, bling, bloing und so weiter alles. Mann, Mist. Kommst du mir jetzt an. Oder ich habe zu viel Damage gekriegt. Kann natürlich auch sein. Ja, ja, Link, brauchst du ja nicht so freuen, Mann. Du hast verkackt. Einfach nur verkackt. So. Ja, okay, es waren zu wenig Gegner besiegt. Nur Rang B. Dann hätte, denke ich mal, müssen es 1000 gewesen sein. Oh. Aber Leute, nur, dass ihr auch schon mal so Bescheid wisst, sollte sowas passieren, werde ich natürlich so eine Mission offscreen auf Rang A machen. Ja, dass ihr das noch nicht irgendwie alles doppelt und dreifach zocken, bis ich das mal schaffe. Aber es ist auf jeden Fall zu schaffen. Die Musik ist schön, ey. Trotzdem alle Wege freischalten, ist ja klar. So, hier müsste ich zum Beispiel suchen, ja, bevor man hier die Belohnung findet. Suche nicht möglich, weil ich keine Itemkarte habe. Ja, deswegen, wo finde ich überhaupt welche? Ups. Wo kriege ich denn Itemkarten her? Achso, hier. Hier zum Beispiel ist... Hier zum Beispiel ist so ein Kran als Itemkarte. Nee, hier ist ein Wirbelsturm als... Ach du Scheiße. Wie weit muss ich denn hier... Gibt es überhaupt... Ich sehe gerade, hier gibt es gar keine... Ich kann mir die Feen anzeigen lassen.
wo es Feen gibt. Also ne, hier, hier gibt's eine Fee und ein Geschenk und ein Spiegel. Ja, und der Spiegel und das olle Fleisch, hä? Aber wo kann ich denn mir anzeigen lassen, dass ich wirklich alle Schätze sehe? Oder alle so eine Items, die ich bekommen kann, dass ich mal irgendwie ein bisschen taktischer vorgehen kann. Sieht man das hier ja nicht? Nö, ich kann nur die Waffen, Feen anzeigen lassen, Skulpturas. Oh Gott. Ja, ich will ja auch dann die Mission erst machen, wenn ich sie auch wirklich schaffen kann. Hier zum Beispiel gibt es anscheinend gar keine Belohnung. Oder was? Gemeinsam gegen den Feind. Hier gibt es gar keine Belohnung. Wie geil ist das denn? Okay, ist aber auch schon... Ist ganz oben auf der Map sogar. Ey, ist das... Warte mal, das ist doch, glaube ich, richtig auch die... Die Map, oder? Warte mal, dann ist das hier Portemonnaie. Daneben war die Tapseninsel. Darüber war... Ja, was ist das denn hier? Ach, werden wir alles noch sehen, denke ich mal. Oder man kann sich ja so selber seinen Reim drauf machen. Aber Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache noch ein paar Missionen. Mal gucken, wann ich hier Items finde, wie und wo und weshalb. Was sind das hier? Ich bekomme so ein Greifhaken-Item. Oh Mann. Naja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.